Hüpf. Nochmal heißt fallen lassen. Gut, merke ich mir. Das heißt, jetzt könnte auch irgendwas passieren, wenn ich an das ganze scheiß Gerädere drumdrücke. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die scheiß Batterie dran muss. Weil das sehe ich nämlich nicht so von direkt. Ah, brauche ich zwei? Nee, oder? Kommt doch da bitte mit rein. Ja! Das stand übrigens auch, fällt mir gerade mal so im Nachhinein ein, in der Beschreibung, in der Erklärung von dem Ganzen. Und ich bin einfach nur ein dummer Trottel, weil ich das voll überlesen habe im Nachhinein. Aber ja, das ergibt jetzt gerade alles Sinn. So, hier sind auch noch lustige Knöpfe, aber die tun nichts. So, machen wir nochmal hier Secondary, sagt er zu Anfang, ja? Ja, ah, es leuchtet, es ist an. Notes Secondary, sagt er. Dann kommt Cooling System. Okay. Komm. Tu es an. Ich kann mir das Ding auch angucken. Cool. Definitely at a loss on this one. Symbol for water. Could be hydraulics at any rate. Some sort of fluid control. Das ist dann das Grease-Zeug. Das ist eins, das zwei, ja, ja. Du weißt aber auch echt eine Menge, Kerl. Du weißt ja fast so viel wie ich. Nein, dich meine ich nicht, dich meine ich. Cooling, wo ist es denn? Excess Steam. Ich denke, man muss dann wirklich da vorne dran ratteln. Rütteln, nicht ratteln. Kann das sein? Ich glaube, es funktioniert nicht. Ne, wenn gar nichts hilft, dann Gewalt. Ich glaube, nicht mal Gewalt hilft hier noch weiter. Dampfdruck? Hallo? Irgendwas? Ich habe so maximal keine Ahnung, wie ich den Dampfdruck kontrollieren kann. So funktioniert es, glaube ich, auch nicht. Hier haben wir noch irgendwas? Nee, ne? Da reingucken? Nö. Ich bin gerade jetzt dann überfragt. Also, machen wir einfach mal weiter. Tun wir so, als gäbe es den Schritt nicht. Kommt danach. Begin Grease Flow. Ja, komm. Das heißt, ich drehe jetzt die anderen beiden nochmal an, dann hat das einfach zu funktionieren. Sag ich jetzt. Das heißt, es müsste jetzt eigentlich hier rauskommen, oder nicht? Ach, scheiß drauf. Engage! Mach mal an. So. Was hast du jetzt getan? Habe ich das Ding zerstört oder was? Nee. To-Do-List. Something's gone wrong with the starter motor. Need to get that fixed. Der Starter hier, kann ich jetzt hier dran rumrütteln? Nee, es funktioniert nicht. Ich will hier dran rumrütteln, ich weiß nicht wie. Und wo ist überhaupt der Startermotor von diesem Kackteil? Hast du das? Du bist die Batterie, ja. From the look of the geht aber auch nicht mehr an. Wo ist denn der Starter? Ich bin überfragt. Muss ich hier noch weiter drin? Ah! Huch! Ja, das war, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ach, scheiße! Ich bin scheiße. Ey, ich bin scheiße. So, lass mich raten. Ja, ich habe jetzt hier noch nichts. Ach. Nee! Schneid das jetzt raus und mach das nochmal. So, ich habe das Ganze jetzt ein bisschen anders gemacht. Ich habe einfach irgendwas da eingestellt und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt der Grund war, aber mir ist jetzt auf jeden Fall eine Sicherung rausgeflogen. Die da, und die ist jetzt auch kaputt. Und dementsprechend brauche ich jetzt erstmal eine neue Sicherung. Und ich habe keine Ahnung, wo ich die finden soll und ich bin mir ziemlich sicher, hier in diesem Raum war sie nicht. Ich habe ziemlich gut geguckt. Jetzt nicht perfekt, aber ich denke mal, wäre da eine gewesen, hätte ich die gefunden. Das heißt, ich darf jetzt in diesen lustigen Raum hier wieder zurück.
wo was auch immer drin war. Ja, ich weiß gar nicht, was hier drin war. Kuckuck. Machst du nochmal Geräusche? Ich höre wen, aber ist das wieder der gleiche Hund? Ich weiß gar nicht. Kuckuck. Also hier sind auf jeden Fall ganz viel von diesen Gasflaschen, aber ich weiß nicht, was die sollen. Wo geht's denn da lang? Das sieht doch aus, als könnte irgendwo eine Sicherung rumfliegen. Warum ist das da blau? Warum ist da ein Besen? Ich kann Besen mitnehmen. Und es sieht doch. Was bist du denn? Beef Jerky! So, gleiches Prozedere wie eben. Also, die ganze Chose war jetzt eine kleine Erklärung, was man tun sollte, wenn genau einem so eine Scheiße passiert wie mir jetzt, dass man in der Mine eingesperrt ist und nix und niemand da ist, der einen retten kann. Fuses. Box is empty. Aha. Also, das sieht doch da oben aus wie die Sicherung. Hüppen? Trottel. So, reicht es schon? Geht doch. So, ich habe meine Sicherung. Ich kann jetzt damit, hoffe ich, mal weitermachen. Wäre natürlich nur die Frage, ist der Hund immer noch hier? Läuft er jetzt hier rum? Steht er in einer Ecke doof rum? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn noch nicht gesehen und ich habe nur selten gehört. Aha. Ist der Hund das Einzige, was hier rumläuft? Neben mir? Oder ist hier noch irgendwas Größeres, Böseres? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So, komm mal heute zu hier. Und ich nehme auch an, mit dem Beef Jerky können wir den Hund, Zombie-Hund, ablenken, wenn es denn mal so weit kommen sollte, dass er uns wirklich mal am Arsch hängt. Oder dass der uns irgendwie im Weg sitzt. Ich weiß es nicht. Wöp. Ja. So, komm. Hoch. Hoch. So, die Prozedur kann ich inzwischen. 2. Kühlung. Nochmal Kühlung. Gas ablassen, weiß ich immer noch nicht, wie es gehen soll. Also jetzt das komische Grease-Zeug. Und die 1. Und Engage. Ich hoffe mal, die Sicherung fliegt jetzt nicht wieder raus. Licht! Hoppala! Merke, das war eine dumme Idee und ich glaube, ich darf den ganzen Rotz jetzt nochmal machen, oder? Ja? Ich bin mir ziemlich sicher, ich darf den ganzen Scheiß nochmal machen. Ja, ich habe den Besen noch nicht, ich darf alles echt nochmal machen. Gut, dann würde ich mal sagen, es war echt keiner dumm genug. Sie haben nicht dran gedacht, dass irgendwer dumm genug sein könnte, sich an so einen langen Rattersing dran zu stellen, dann durch Instant zu sterben. Ach ja, die Kiste steht auch noch hier. Gut, dann werde ich das alles nochmal machen und dann werde ich mich wieder bei euch melden, ne? Bis dahin, wa? So, ich habe die Sicherung wieder geholt. Ich habe hier den Generator zum ersten Mal geschrottet. Ich habe die Sicherung gerade eingesteckt. Und ich werde jetzt Strom erzeugen, indem ich die Knöpfe, die Räder jetzt endlich alle in der richtigen Reihenfolge drehe. Und dann nochmal auf Knöpfe drücke und dann mir hoffentlich nicht wieder alles um die Luft fliegt. Nein, es funktioniert und diesmal springe ich da nicht rein, auch wenn es sehr schön ist. Huge thing is, must be about. Ja, das hatten wir schon mal, ne? So, das heißt, wir haben jetzt hier Strom. Das finde ich sehr schön. Die Frage ist, was bringt mir das? Ich denke mal, das werde ich dann später noch weiter brauchen. Ach, auf einmal sind hier helle. Brauche ich ja meinen lustigen Leuchtstab gar nicht mehr. Nimmt irgendwie gerade so ein bisschen das. Es war ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich daran liegt, dass ich die Beleuchtungseinstellung so kacke gewählt habe, dass ich echt noch alles sehe. Oder, ne? Hier kann ich jetzt, denke ich mal, durch. Nehme ich jetzt einfach mal an. Oder ob das ganze Spiel an sich einfach noch nicht so dunkel ist. Es kann beides gut sein. Es gibt ja manche Spiele, die übertreiben da echt mit der Dunkelheit und manche, die nehmen das eher gelassen.
Den sagen, er kommt aber ein bisschen dunkel, aber nicht allzu viel. Hüpp. Autsch. Ach ja, noch geht es so. Noch geht's uns gut. Ich habe noch gesehen, dass hier noch ein Raum ist. Und hier wollte ich ganz gerne einmal reingeguckt haben. Einfach nur so. Für den Fall. Vielleicht ist ja noch irgendwas. Oder vielleicht ist auch einfach zu. Sieht nichts dazu aus. Komm, Radio. That beeping coming from the speakers. Maybe there's someone out there. Ich habe nie Morse-Alphabet gelernt. Ich hatte irgendwie nie Grund dazu und erst recht keine Muße. Aber ich weiß ganz genau, dass diese Kombination SOS bedeutet. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Was haben wir hier? Ne? So, also in dem Bericht, der da stand, das war einfach so ein kleiner Bericht von dem Vorgesetzten. Der hat gemeckert, dass ein paar von den Funkgeräten fehlen und dass er den, der das Ding geklaut hat, den Hals umdrehen wird, netterweise. Und wo war denn der Morsecode jetzt? Da war denn der Morsecode jetzt. Ja, ich weiß wieder. Genau, hier. So, was wird mir hier gesagt, frage ich mich gerade. Eins oder... Ja. Fünf. Nächstes. Lang, lang, kurz, kurz, kurz. Wo ist denn lang, lang, kurz, kurz, kurz? Lang, lang, kurz, kurz, kurz. Nee. Doch, da, sieben. Sieben, ich hab's. Das nächste ist... Kurz, 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 lang, lang. Kurz, 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 lang, lang. Das ist eine 3. Und das letzte ist lang, 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 kurz, kurz. Lang, 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 kurz, kurz. Das ist eine 8. Das heißt, ich habe eine 5, eine 7, eine 3 und eine 8. Ich habe keine Ahnung, in welcher Reihenfolge das ist. Das wiederholt sich einfach immer nur, aber ich habe jetzt ein paar Sachen. Ich habe jetzt hier das Radio. Willst du da nicht einfach mal ein bisschen mit telefonieren? Wie soll ich irgendwas ausprobieren? It's a narrow band communication radio. I remember building one of these in my first electronics class. I probably did a better job of it as well. Das heißt, ich habe da Dinge hier, aber ich kann irgendwie nichts mit machen, wa? Hier. Ne, aber ich habe jetzt das Com-Radio und ich habe ungefähr den Code, der mir gesagt wird. Komm, steh auf. Hoch. That noise. For some reason I really don't like it. I've got to get a grip. Haha. Spare radios parts don't look spare at all. They almost look like they've been put here recently. Gut, ich kann sie nicht wegtun. Ich kann ja auch einfach nichts dran machen. Ich habe jetzt einen Code hier rausgenommen von dem, was hier piept. Und ich... Es muss ja irgendwas zu bedeuten haben. Aber ich kann hier sonst nichts mehr machen. Weder mit dem Radio noch sonst mit irgendwas. Doch. Chris... Ja, ja, okay, dann nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, ich gehe einfach mal weiter. Vielleicht brauche ich dieses komische Ding ja später einfach nochmal. Oder es war einfach nur irgendein Trottel am anderen Ende, der zu dumm war, SOS zu morsen, dann irgendwas anderes so in die Richtung gemorst hat. Ah, da ist der Hund. Ich habe ihn gesehen. Die Frage ist, was tue ich dagegen? Weil der Hund sitzt da halt und ich will irgendwie da rennen. Ich bin ziemlich sicher. Kommst du hin? Kuckuck. Good day. Good day. Can you hear me? Hey, hallo. Ja, ich höre dich. Well, I hope that your ears are working better than your tongue, so that you might use them to listen to my words. Ja, erzähl mir. You have turned on the light at the end, beginning and middle of the tunnel. But some things remain shrouded in darkness. My Morrissey message, I hope, has helped. But
What you need now is through the wall hole to the right of the fence. Oh, go now. There is no time to explain. Well, in fact, time is one of the few things we have in abundance down here. What surprises are spoiled by such catty curiosity. Aha. Okay, der hat mir Notiz gemacht. Nee. Beyond the fence, to the right, there should be a hole or perhaps an access point to reach further into the mine. Da! That's doggy! Probably prevented access to the mine proper. Out of working or something like that won't open without power. So, drücken wir hier auf den Knöpfer. Also wir haben hier eine Reihenfolge. Ich muss mal einfach ein bisschen umdrehen, denke ich mal. Vielleicht klappt hier sofort die erste. 5, 7, 3, 8. Es hat funktioniert. Doggy, 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 ich renn. Ich bin schneller als der Kackhund. Zombiehund. Und nicht wundern, ich hab immer noch im Kopf, dass... Ah, my memory is like something with a great many small holes. We shall be needing to perform some minor demolition work so that we might one day meet again. For this task, we shall require the use of a large, earth-eating metal monster. And that monster is thirsty for juice from the place where things are kept. By the way, you can call me Red. It's not my name, you understand, but I am sure you will agree it is a name rather similar to a cardigan. Especially when worn correctly. Okay, ich glaube, ich habe gerade ein kleines Problem. Der Hund ist irgendwie unter mir. Also, ich mache jetzt einfach hier noch so ein Ding hin und dann schmeiß ich einfach mal so ein... Brauche ich, glaube ich, gar nicht. Weil ich glaube, ich habe den Zombie-Hund getötet. Huch. Zombie-Hund, bleib. Nächster Zombiehund. Scheiße, wieso gibt's da mehrere von? Ich dachte, ich hätte mich. Wäre gerade cool, ich hätte das Spiel irgendwie geknackt, da das Ding jetzt kaputt ist. Dann so eine Scheiße. Jetzt guck dir die Scheiße an. Kann ich die Arme irgendwie einen Triumph haben oder sowas? Nee, wäre zu einfach. Und ich hab in dem Akt hier überhaupt nicht mitgekriegt, was ich jetzt tun soll. Warte mal. N für Notes. To-do-list. Beyond the fence to the right. There should be a hole or perhaps an access point to reach further into the mine. Ja, so weit war ich auch. Auxiliary Shaft. Tool Shed. Tool Shed ist doch immer gut. Und es scheint wirklich... Diese Hunde haben nicht allzu gute Augen, weil man läuft hierher und die tun irgendwie nichts. Und ich finde sehr schön, dass alles hier beleuchtet ist.